Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar geben wir uns Asche featuring Aschkuba X Massacre 2. Der erste Teil damals war sehr krass, sehr, sehr krass. Ja, ich bin gespannt, was Asche zu sagen hat. Wen er, welche Namen hier fallen oder ob es nur ein Name ist, der komplett zerstört wird. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Und ja, wir gehen rein. Orkan Che hat natürlich mal wieder das Video gedreht. Der muss auch Money ohne Ende haben, langsam. Jetzt wird das Fotzengame wieder befreit von Schlampensöhnen. Verdammten Gören, die tanzen in Junkie-Höhlen. Wenn Grumpys pöbeln, sich fühlen wie die Abrissbirnen. Doch performen für Dumpinghöhne wie ihre Stammfriseure. Ja, ist nice. Ist auch von flow-technisch genau dasselbe wie auf X-Massacre Teil 1. Den habe ich heute noch gehört. Deswegen, auch wie er hier reinkommt, können wir ja nochmal machen. Uns anhören. So. Jetzt wird das Fotzen-Game wieder befreit von Schlampensöhnen. Jetzt wird das Fotzen-Game wieder befreit von Schlampensöhnen. Das ist erstmal der Einstieg, Leute. Heftig, Alter. Verdammten Gören, die tanzen in Junkie-Höhlen. Wenn Grumpys pöbeln, sich fühlen wie die Abrissbirnen. Doch performen für Dumpinghöhne wie ihre Stammfriseure. Alles dreht sich um die Lichtgestalt, die Lampenschirme. Wenn ich sie wie Sanji töte aus der One Piece-Serie. Wenn ich sie wie Sanji töte, wie in der One Piece Serie. Ja, Digga, ist nice. One Piece Referenzen feiere ich eh immer extrem. Richtiger Nerd bin ich ja, was das betrifft. Rapper, sie lügen, aber schwören an Tischen. Hört Asche, finde ich ein Rapper. Heißt es First Round zu mischen, aber widmen wir uns erstmal 22. Ob du willst oder nicht, ich hinterlass meine Handschrift. Anfang des Jahres will man mich jagen mit einem Videoschaden. Familiendramen und ein paar Diffamierungsaussagen. Hinterbliebene Fragen. Ja, ist absolut nice. Gefällt mir. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich weiß noch nicht ganz genau, um wen es hier gehen wird und wen nicht. Deswegen schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich einfach auf diesen Track, auf diesen Rap-Track. Digga, Asche hat ja auch ein sehr stabiles, zwei sehr stabile Alben 2021 rausgebracht. Und ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr alles von Asche zu hören kriegen. Asche so real wie er sagt, oder memt er hier nur den Bandam, die Videografen, stilloser Faden. Heute brauchen sie Reanimierungsmaßnahmen, denn ich beende Beefs mit Namen, die Bibelpassagen. Ich beende Beef mit dem Namen wie Bibelpassagen. Nimmt er hier nur den Bandam, die Videografen, stilloser Faden, heute brauchen sie Reanimierungsmaßnahmen, denn ich beende Beef mit dem Namen wie Bibelpassagen. Man wollte mich vernichten mit Memes, und das Resultat war, ich habe Geschichte geschrieben. Man wollte mich vernichten mit Memes, das Resultat war, ich habe Geschichte geschrieben, ist natürlich eine sehr nice Referenz an seinen Track History. Ganz Deutschrap hat auf ihn geachtet, wirklich komplett Deutschrap, so es gab keinen, den das nicht interessiert hat, so weißt du. Und er hat sich durchgesetzt, Alter, er hat Musik sprechen lassen, so, und das ist das, was zählt, so, wisst ihr, was ich meine? Ihr kleiner Ausweisfälscher, euer Traum beim Rapper, doch Gott sei Dank hat's nicht geklappt, dank dem Raum beim Keller. Ihr seid nur fest. Nice, Alter, es geht ja anscheinend um Mäus und so. Ich bin nicht mit Memes und das Resultat war, ich habe Geschichte geschrieben. Ihr kleiner Ausweisfälscher, euer Traum beim Rapper, doch Gott sei Dank hat's nicht geklappt, dank dem Raub beim Keller. Dank dem Raub beim Keller. Ist ja auch, könnte ja auch eine Line sein, weil Synergy doch da eingebrochen haben soll. Hat man zumindest gehört, was davon jetzt war es und nicht so, das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, darum ging es jetzt in der Line, oder? Ihr seid nur verfickte Mama, weil sie den Namen hier ändern wollten in Christoph Konrad. Ich bin nicht wie Connor, doch ich schlag dich mit Linksnutte, weil ich auf meine Zahlen und die Klicks spucke. Boah, Digga, Digga, bitte, heftigste Line überhaupt. Ich bin nicht mehr Gregor, aber ich schlag dich trotzdem K.O., weil mich Klicks und so eine Scheiße nicht interessieren, Alter. Also er hat ja nicht so gesagt, aber so hat das ungefähr gemeint. Heftig, heftige Line, Digga. Wollten in Christoph Konrad, ich bin nicht wie Connor, doch ich schlag dich mit Linksnutte, weil ich auf meine Zahlen und die Klicks spucke. Wie kommt ihr ran am Perso-Bilder und wieso siehst du aus, als kämst du frisch aus Tschernobyl an? Ich bin nicht wie die Nutte Maestro, dann spritzt mein Pferd was in Asche, dann nur am Pulle mit Testo. Ich bin nicht wie Maestro, weil er sich wohl alle möglichen Drogen reinspritzt. Er, bei Asche wird höchstens Testo gespritzt. Digga, nice. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Das, was man von Asche erwartet hat. Und ja,
Jetzt ist der Name Maestro auch offiziell gefallen. Boah, du hörst deinen Namen und du zitterst grad dabei. Zitter nicht. Ich sag dich, stell dir vor, sag mal lieber deinem Hintermann Bescheid. Merry Christmas, denn es ist wieder Zeit für Fitnermacherei. X-Massaker 2. Es steigt. Es ist wieder Zeit für Fitnermachen. X-Massaker 2. Ja, ist ganz cool gemacht, Alter. Feier ich. Asche-Album steht bevor, Fragezeichen. Im District. Tag 9 zum Districts. Crack Vibes für Bitches. Bad Vibes an Christmas. Alle. Video ist auch sehr cool gemacht, obwohl es sehr einfach gehalten ist. Diese düsteren Videos, die macht Orkan Che anscheinend auch sehr gerne. Ist nice. Geiles Geschenk, so am Weihnachten nochmal so einen geilen Track zu droppen. Digga, Asche ist einer der fleißigsten Rapper 2021 gewesen. Er hat zwei Alben gemacht, jetzt hier nochmal einen Track rausgehauen. Und wer weiß, was er noch alles rausgehauen hat, was ich jetzt nicht mehr so auf dem Kopf hab. Im Kopf hab, meine ich. Söhne pöbeln gerne durch Internet-Tools und möchten sickere News als Jinkalles Ruf. Ich brenn wie von der Kippe die Glut, während Samrushka nur noch Rap von Ilanen Fluss wie Piccolos Blut. Digga. Samra wird jetzt auch noch auseinandergenommen, Alter. Digga, wir gehen nochmal zurück, Leute, sorry. Söhne pöbeln gerne durch Internet-Tools und möchten sickere News als Jinkalles Ruf. Ich brenn wie von der Kippe die Glut, während Samrushka nur noch Rap von lilanem Fluss wie Piccolos Blut. Von lilanem Fluss wie Piccolos Blut, auch eine geile Dragon Ball-Anspielung. Animes sind anscheinend auch Asches Ding, so extrem, Alter. Gangster tragen Kinder-Tattoos von Disney-Cartoons und Trainees schicken sich Boobs oder sind ein Genius. Asche ist nicht wie du, denn der Disc Jimmy Blue, diese 65 Goons und nimmt Rin noch dazu. Signature Move, mein Album ist für deadly. Synergy und Rin hier nochmal mit draufgenommen auf die Liste. So, Rin ist so ein ewiger Feind von Asche, so einfach weil er Bock hat. Da wird, klar gibt's da eine Geschichte so, aber ich weiß nicht, wie aktuell die jetzt noch ist. Bitch, weil ich Bones crushen lasse, wie Mary's Grip. Son Goku Asche, weil ich dich bebief. Machen wir nochmal zurück, Leute. Sorry. Mit Blue, diese 65 Goons und mit Drin noch dazu. Signature Move. Mein Album ist für Deadly Bitch, weil ich Bones crushen lasse, wie Mary's Grip. Bones hier auch noch mitgenommen, Alter. Digga, Asche hat's aber vor jetzt, Alter. Son Goku Asche, weil ich dich bebief zu Kofu mache, teile ich meine Feinde in 19 Teile wie Kokosraspel. Aschkuba, ich bin ein Splinter Cell Killer und wende dir die Presse ab, Tiller wie Instagram Filter. Dein Enthüllungsvideo ist was für Internetkinder, weil der Disney gefickt hat wie bei Michael Schindler. Alter. Gehen wir nochmal zurück, Alter, muss ich mir nochmal genau geben. Son Goku Asche, weil ich dich bei Beef zu Tofu mache, teile ich meine Feinde in 19 Teile wie Kokosraspel. Aschkuba, ich bin ein Splinter Cell Killer und fände dir die Presse ab, Tiller wie Instagram Filter. Dein Enthüllungsvideo ist was für Internetkinder, weil der Disney gefickt hat wie bei Michael Schindler. Weil der Disney gefickt hat wie bei Michael Schindler. Schindler ist ja Shindy. Ja, da wird hier noch ein. Digga, dieser Track hat alles, Digga. Das ist einfach ein Feuerwerk, Digga. Komplettes Feuerwerk, eine Granate, wie auch immer ihr wollt, nennt es wie ihr wollt. Das ist ein Bombentrack und es macht wieder Bock. Digga, wenn das auf dem Album ist, so, Digga, wäre geil, direkt Albumankündigung. Ich wäre sowas von am Start. Es schneit im District. Tag 9 zum Districts. Crack Vibes für Bitches. Bad Vibes an Christmas. Nice, wirklich nice. Feind von jedem T-Shirt, war ja auch seine EP. Ich brauch kein Stirnband, meine Narbe steht für Konogakure. Einfach einen dritten Part so, Digga. Ist einfach Rap. Und er hat einfach was zu sagen und Leute, die ihn auf den Sack gehen, er sagt's einfach, macht's mit Musik. Nicht mit, ich geh live, mach jetzt hier Ansagen, sondern einfach mit Musik, so wie ich es mag. Geil. Meine Solo-Part-Spuren stehen für Torso-Frakturen. Ich hab nur Angst vor Gott und Schokoglasuren. Und nur ein Luftschlag hinterlässt bei Rinsch und Sonnenbrandspuren. Treff ich Negativ-OG dann in die Leber mit dem Knie, spielt bei mir mal. Negativ-OG wird hier jetzt auch noch mitgenommen, so auf. Ja, Digga, mach die Liste länger. Die Namen fliegen wieder quer durchs Wohnzimmer, Alter. Allein Orchester, dann eine Schlägersymphonie. Ich zwinge jeden in die Knie. Jeden, denn mein Motto bleibt immer rein. So wie Heisenbergs Methamphetamin. Du
setz die Maske ab, nur um dich wie ein Mann zu fühlen. Nicht umsonst reimt sich anonym auf Androgyn. Nicht umsonst reimt sich anonym auf Androgyn, Alter. Was ist das für ein Massaker? Es heißt nicht umsonst X-Massaker, sag ich euch doch, Leute. Digga, was hast du gemacht, Asche? Oder Aschkobar, oder ihr beide, wie auch immer. Um dich wie ein Mann zu fühlen, nicht umsonst reimt sich anonym auf Androgyn. Aschkobar zerfickt rundum wie beim Panoramablick. Keine Drogen, doch ein abnormaler Kick. Du kannst MMA machen, doch wirst kein Kämpfer wie Asche. Weck mal Gorix die Ratte von seiner Pennermatratze. Weck mal Gorix die Matte. Die Ratte von der Pennermatratze. Ja, zu Asche und Gorex. Die haben ja so eine Geschichte, die waren mal cool miteinander. Dann hat Gorex Scheiße abgezogen, so wie ich gehört habe. Ich weiß es natürlich nicht. Irgendwas mit Beat. Also Asche hat was umsonst für die produziert, für CCN, glaube ich. Wenn ich mich irre, schreibt es ja gerne in die Kommentare. Und dann wollte er für irgendwelche Spuren, die er, ich glaube, für den Stressbeat gemacht hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Meine ich, dass er dafür auf einmal, was weiß ich, wie viel Geld haben wollte. Komm mit mehr Bängern als die Expendable-Staffel, denn ich gehe auf die 1 zu wie Benjamin Button. Es steigt im District, Tech 9 zu Districts. Digga, Asche hat einfach alles zerstört, wirklich alles. So, ich habe viel erwartet, so, ne? Echt, ich habe mich auch richtig auf den Track gefreut, aber er hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Bei weitem. Vibes für Bitches, Bad Vibes an Christmas. Hook hat eigentlich, ist eigentlich auch nicht so was Besonderes, aber es kommt irgendwie nice rüber bei dem Track. Oder schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr von dem ganzen Track, von den Namen? Auch wenn ich was falsch verstanden habe, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Passiert mir auch mal und ja. Sonst, Alter, brutales Ding, aber schreibt mir gerne eure Meinung. I'm back in the game. What defines my name? I'm the artist for hardcore, my signs for pain. Back in the game, shawty. Scheint ja auch vorbei zu sein. Ich lasse mal so ein bisschen durchlaufen, aber gucken, ob was passiert. Better than ever. Stay the fuck out of my zone. I'm back in the game. What defines my name? I'm the artist for hardcore, my signs for pain. Back in the game, shawty. I'm the artist. Ja, es scheint hier gewinnen zu sein. Ich spule mal ein bisschen vor, ob noch irgendwas passiert jetzt hier. My zone. Nice. Neues Asche-Album ist unterwegs, Alter. T-Shirt, Bomberjacke ist am Start, Alter. Jetzt vorbestellen und deine Größe wählen, das heißt, du kannst sogar Größe aussuchen. Digga, nice. Ich wollte nochmal kurz zurück machen, Leute. Stand da auch ein Datum oder so? Jetzt hier nicht, ne? Oder? Ja, sie nannten ihn Knochenbrecher, heißt das Album wohl. Ja, ich bin sehr gespannt. Sieht nach einer nice Box aus. Erste Single, überkrass. Und Datum weiß ich jetzt nicht. Wenn ihr Asche supporten wollt, dann bestellt euch seine Box vor. Wenn nicht, Alter, dann streamt es später auf Spotify oder iTunes, wie auch immer. Ihr wisst doch Bescheid, Alter. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch einfach meinen Kanal. Und ich bin raus, meine Freunde.